Ich muss sagen, dass wir heute wieder gut gespielt haben und uns zusammengerissen haben, wieder als Team gearbeitet haben, was sehr wichtig war. Hatten eine kleine Phase in der 44., wo wir das 2-1 kriegen. Da mussten wir uns ein bisschen zusammenreißen, aber dann haben wir das gut runtergespielt, muss ich sagen. Ja, ich glaube, jeder Gegner hat so seine Stärken und Schwächen. Gut, Dassendorf hat natürlich ein paar mehr Stärken als jetzt vielleicht ein paar andere Gegner. Aber trotzdem, wir haben das auch erste Halbzeit gut gemacht, hatten auch ein paar Chancen. Gut, letztendlich, der Sieg war mehr als verdient für Dassendorf. Aber ja, mitgespielt haben wir auf jeden Fall, leider nicht dominiert wie andere Spiele. Auch wichtig ist, dass wir wieder eine gute Mannschaftsleistung zeigen und einfach unser Spiel finden. Ja? Und Buchholz wird einfach motiviert sein gegen uns. Wir sind amtierender Meister. Und da ist jeder gegen uns motiviert. Wichtig ist, dass wir unser Spiel finden, wieder als Team agieren und dann 3 Punkte dort holen. Ja, ich denke, langsam sind wir ziemlich im Arsch sozusagen. Ja, langsam laufen wir auf dem Zahnfleisch. Viele Spieler sind angeschlagen, verletzt. Ja, ich denke, langsam fehlen uns die Kräfte.